mentale Blockade. Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Need for Speed mit unserem Nemesis-Rennen. Ja, ihr wisst ja, das absolute beste Rennen bei Need for Speed. Ich glaube, es ist der 8. Versuch. Ich krieg's einfach nicht gebacken. Ich habe eure Kommentare tatsächlich durchgelesen und vielen Dank dafür. Ja, ihr habt mir Tipps gegeben, wie wir denn hier gut den Mustang für unsere Bedürfnisse anpassen können. Hoffen wir mal, dass wir es kriegen. Wir müssen jetzt direkt hier eigentlich bei diesem Trip hier echt viele Punkte machen. Und nirgendwo gegenfahren am besten. Ja, 10.000 Punkte haben wir schon mal auf unserem Konto. Okay, 20.000. Drückt mir diesmal die Daumen, dass es klappt. Ja, ihr wisst ja, ich kämpfe hier schon länger mit. So, wenn ich heute nicht so viel rede, tut es mir leid, aber ich muss es echt mal schaffen. Jo. Oh, haben wir die noch bekommen? Gott sei Dank. Zeit ist auch sehr, sehr wichtig. So, weiter geht's. Und mit Berg hoch. Punkte, 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 Punkte. Ja, yeah, Mann. Sehr gut. 56.000 aber. Nein. Egal, egal, egal. 10 Kilometer noch. Punktemäßig gerade richtig gut dabei. Ich kann Bock mehr auf Camp Block, ey, Bock, der Block. Entschuldigung. So. Sollten wir dieses Rennen hier heute nicht schaffen, dann werden wir gleich die Outlaw-Story weitermachen. Aber punktemäßig, Alter, das muss diesmal drin sein. Ist wieder die Zeit, pass mal auf. Weg, 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 weg. Die scheiß Kurve genommen. So, 80.000 Punkte haben wir schon mal auf unserem Konto. Ja, da habe ich Gas und Bremse gleichzeitig. Außer clever. So. Boah. Läuft gerade gut, ey. Okay, hier können wir gut Zeit rausholen. Wehe, feuert mich diesmal nicht an. Nein! Klapp, klapp, komm, komm. Oh Mann, jetzt geht's wieder los. Ja, klar, was treibt noch, du Alter? Okay, wir haben über 100.000 Punkte. Dennis, komm weiter. Nein, ich habe in die falsche Richtung gelenkt. Ich habe das verwechselt mit dieser anderen Straße. Genauso gleich aus. Ja, das war nicht gut. Wenn wir die Punkte voll haben, ist es ja so, dass wir uns gar nicht mehr um die Punkte kümmern müssen. Fahr, 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 komm! Es ist immer diese Stelle hier, die ich verkacke. Nochmal driften. Komm. Na, da geht's.
Aktenblock. Bist du auch dagegen gefahren, wa? Oh, diese Stelle ist auch gemein hier. Im Hüpfen immer. Teilweise bis die Kamera sich mal fängt. So, 72 von 90 sind wir gerade. Nee. Komm, komm, komm. Oh, Hunde, komm, komm. Sehr schön. Über eine Minute noch. Komm, 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 komm. Oh mein Gott, fahr. Komm, wir können es diesmal echt schaffen. Es geht hier gar nichts mehr. Sieht gut aus. Komm! Da vorne! Komm, 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 komm! Yes! Wir haben es endlich geschafft. Wir haben das Rennen mentale Blockade endlich geschafft. Ich habe es. Ich glaube es nicht. Alter. Boah. Wie lange haben wir da jetzt für gekämpft? Yes, Mann! Hey, Mann, Ken hier. Sollen wir uns beim Bunker treffen? Muss einiges mit dir und Manu besprechen. Bis später, Kumpel. Ja, gehen wir mal bloß jetzt aus den Augen. Oh, Mann, und wir haben wieder ein neues Fahrzeugteil gefunden. Ah, das ist doch ein schöner Start in den Tag hier bei Need for Speed. So, wir können nämlich jetzt, wenn ihr wollt, können wir noch das Rennen mit der Amy machen. Das war ja auch so ein krasses Driftrennen, was ja mega schwer war. Ein Drift Train war das, ja. Aber ich frage mich gerade, oh, ich habe die Mission auch ausgestellt. Ich Genius. Genius? Genius? Oder wir machen, na komm, wir machen erst das Rennen mit der Amy. Komm. Ist aber auch, wie gesagt, sehr schwer, weil wir da auch extrem viele Kontrahenten haben. Und wenn wir uns dann aus dem Radius dieser bewegen, ist dann so, dass wir dann leider Gottes das Problem haben, dass wir dann keine Punkte kriegen. Also wir müssen jetzt zum einen im Drift-Train bleiben, zum anderen müssen wir die Kurven gut kriegen und zum dritten dürfen wir nicht auf Platz 2 rutschen. Das muss nicht auf Platz 1 sein. Eieieiei. Hier drückt mir die Daumen und das ist auch wirklich ein krasser Kurs. Ich lasse die alle mal ein bisschen... Aber hier sind so viele Autos, dass die Performance komplett wegbricht. So ist der erste Floyd. Hä? Guck mal, wir haben schon mal einen guten Startpunkt gesetzt hier. Ich glaube, ich habe den Mustang jetzt gut, echt für mich selber so das Handling gut gemacht. Oh, aber die Performance, wenn viele Autos auf dem Haufen sind, number one, okay. Wenn viele Autos auf dem Haufen sind, ist ein bisschen scheiße, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen am besten vorausfahren. Dann hast du auch nicht das Problem, dass dir in einer reinfährt. Komm weiter, Punkte. Boah. Ich hab viele Punkte hier weggemacht. 50.000 gerade auf Platz 1. Diesmal ohne Gas. Einmal schön Drift hier hingelegt mit der Handbremse. Papa, komm! Ey. Schnell, wir müssen aufholen. Zeit ist auch hier wichtig. Ey, Papa! Oh Mann, jetzt vergebe ich Punkte, jetzt ist scheiße. Das kann
kann ich nicht glauben. Wirklich, das ist verrückt. Echt verdammt cool, Mann. So cool. Ein paar Freunde wollen dich kennenlernen, wo du ein Star bist und so. Ich stehe nicht so auf das Devil-Ding. Wer hat denn was von Risky Devil gesagt? Ich rede von Susan und ihren Leuten. Die Lady-Gruppe von der Eastside. Jupp. Mel, warum sagst du das denn nicht? Lad sie alle ein. Sag's der ganzen Welt. Es ist Party-Time, Mann. Ich sehe euch alle im Bunker. Alles klar. Bis später, Manu. Gut, bis später. Okay, wir müssen dann in den Bunker. Und auch die anderen alle. Nee. Oh nein, was mache ich hier gerade? Nein, was mache ich hier gerade, Leute? Nee. Ich will noch 2000 Punkte Abstand. So, das war wichtig. Und nochmal, komm. Mach den Sack jetzt zu. Alter, das wäre eine krasse Nummer. So, 122.000. Wir haben 10.000 Punkte Abstand zu dem Typen vor uns. Noch 7 Sekunden. Alter. Haben wir's? Ja. Platz 1. Eine sehr gute Folge heute hier bei Need for Speed. Die zwei Rennen, die wir zuletzt nicht geschafft haben, haben wir hier gut geparkt mit unserem Mustang. Und es gibt nochmal richtig viele Erfahrungspunkte da drauf. Ja, prima. Ja, und es gibt ja den DLC, den wir zuletzt gehört haben, Legends. Und das ist so, dass es da den guten Eddie gibt, den wir aus Need for Speed Underground kennen. Und da freue ich mich auch drauf. Es gibt 15 neue Rennen, die auf uns warten. Okay, es gibt wieder neue Rennen. Oh, guck mal, hier ist ein Donut in der Nähe. Wollen wir den mal machen? Dann haben wir 19 von 30. Also schon über die Hälfte dieser super tollen Sammelelemente. Und danach gehen wir mal in den Bunker und gucken, was die Jungs da so erzählen. Ach, den Donut haben wir schon gemacht. Ach so, der wird ja auf der Karte nochmal angezeigt. Okay, wo ist denn der Bunker? Da. Teleport. Hochwertige Teile, große Verbesserungen und große Preise. 2 Arten von Straßen sperren die einen, zerstörst du die anderen, zerstören dich, lerne den Unterschied. Haben wir ja schon tatsächlich. Okay. Ab die Post. Gratuliere, ja. Das war Wahnsinn. Alles klar, wir sehen uns dann. Na klar. Okay. Ken, du musst dieses Video von Risky Devil sehen. Oh, du kennst diese Typen? Oh ja. Komm. Habt ihr das gehört? Ken will mich als Location Scout. Ich bin ein Honiger. Nein, wie cool. Yeah. Wie fühlt sich das an? Ihr seid jetzt bei den Besten dabei. Das haben wir ihm zu verdanken. Aber auch nur, weil er uns hatte, richtig? Yeah. Oh, ich muss wohl los. Auf Ruhm und Reichtum. Yeah. Auf Ruhm und Reichtum. Yeah. Yep. Weißt du, die Amy geht erst mit dem Blaumann feiern, ey. Okay, oh, Ken Blocks Wagen ist jetzt im Store verfügbar. Krass, okay. Der Honigan. Du hast eine Stilikone gewonnen. Ja, Mann, wir haben es geschafft, liebe Freunde. Wir haben es geschafft. Wir fahren erstmal voller Freude gegen die Bande. So, und ich hatte ja gesagt, voll lauter Freude werden wir heute noch das Outlaw-Rennen machen, um da auch noch ein bisschen vorzukommen. Denn das haben sich ja auch einige gewünscht, dass wir diese Story mit den Cops fortsetzen. Und ich bin immer noch der Meinung, dass ich schon weiß, wer dieser Outlaw ist, und wir haben uns ja schon ein Rennen mit ihm geliefert, aber jetzt müssen wir, glaube ich, nochmal ein bisschen nachlegen, und unser, um unsere Ehre zu verteidigen, die Neuen in der Stadt. Bezwinge Eddies Challenge 1. Oh! Lauf 1. Eddies Challenge beginnt.
Und ich habe hier Eddie persönlich. Willkommen, Eddie. Danke. Also, erster Lauf, erste Fahrer. Was sagst du? Die sind alle erledigt. Tja, okay. Keine Chance? Genau. Die sind fertig. Okay, das war Eddie. Ein Mann weniger, aber präziser Worte. Und jetzt viel Glück da draußen. Okay, wir müssen ja Erster werden. Ja, in zwei Runden. Das sollte eigentlich machbar sein. So ein Rennen hatten wir ja lange nicht mehr. Wir hatten ja in letzter Zeit alles mit Driften und so weiter. Und jetzt ist mal ein bisschen wieder hier Rundkursrennen angesagt. Das sollen wir mit unserem Mustang hinkriegen. 900 PS hat er unter der Haube, der Gute. Ist auch so mein Traumauto. Also ich habe ja einen Golf. Golf 7, finde ich, ist auch wirklich mein Traumauto. Nur das hier, so ein Mustang, wäre auf jeden Fall ein Spaßwagen, den man sich dann mal in die Garage stellen kann. Weißt du? Und dann mal schöne Touren damit fahren kann. Ist aber für den alltäglichen Gebrauch, glaube ich, nicht so sinnvoll, oder? Ja, wir sind dort Challenger oder sowas. So, Eddie ist, glaube ich, jetzt vom DLC, ne? Oh, Runde, ah, haben wir schon. Da haben die so krass abgehangen. Wo sind die überhaupt? So, das war ein nice Move hier. Nochmal ein bisschen Nitro reinpfeffern. Ich kann mal ein bisschen auf Höchstleistung bringen hier. Oh, der war gut, okay. Ich weiß gar nicht, ob mit dem DLC vom Eddie, ob da auch neue Musikstücke reingekommen sind. Keine Ahnung. Klingt aber so, weil die Songs kenne ich nämlich noch nicht. So. Gut aus hier immer. Nach einem Kilometer noch, also einen halben Kilometer noch, bin ich aber da. Aber mit dem Mustang kann ich jetzt so gut driften inzwischen. Yes! Gewonnen. Die Neuen in der Stadt. Krank, Tacho am Anschlag. Gut, echt gut. Na? Ah, Level up, Level up, Level up, Level up. Nein! Ganz knapp, ganz knapp. Ah, Eddie Challenge, siehste? Das ist neu, okay. Melissa nochmal. Die ersten Verlierer sind raus und wir sind weiter. Die Daten fürs nächste Event sind da. Also check deine App. Danke, Melissa. Und wir, liebe Freunde, wir sehen... Oh, was ist das noch für ein Symbol, da? Wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge von Need for Speed. Die gibt's morgen hier auf dem Kanal. Danke fürs Zusehen. Macht einen Daumen hoch für diese tatkräftige Arbeit hier bei diesem Rennen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr einschaltet. Bis morgen!